Einen wunderschönen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Beast Inside. Lang ist her, gell? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der letzte Teil kam. Wir werden das ja sowas wahrscheinlich bald durchhaben, nehme ich mal an. Meine Suche nach dem Eindringling hat sich in einem Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass ich 6 Stunden lang in den Wäldern umhergeirrt sei, was noch viel schlimmer ist. Jemand ist in meinem Beruf, das ist ewig her. Ich bin aber jetzt, glaube ich, in dem Brunnen unten, gell? Angekettet an diese Leiche. Da haben wir aufgehört. Ich bin gespannt, wie lange es noch geht. Kurze Zwischeninfo. Als nächstes werden wir Sherlock Holmes Let's Playen. So ein Criminal Game. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. So, los geht die Party. Ja, genau, da unten war ich in diesem Brunnen. This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden, Bro. Wahrscheinlich mal mit dem Messer hier. Schneid bitte seine Hand ab. Der ist tot, jetzt mach halt. Fuck, I think I'm gonna puke. Ja, hopp. Du wirst doch einer Leiche die Hand abhacken können, das ist jetzt wirklich nicht schlimm. So, und jetzt werden wir uns mit Steinen... Ah, den Eimer brauche ich. Hep. Achso, ja, das Seil. Was klicke ich denn auf den Eimer? Was hätte ich denn mit dem gemacht? Schnellkletterlogie hat er auf jeden Fall nicht studiert. Oh! Der war doch im Leben nicht so weit oben. Nettes kleines Point-and-Click-Adventure. So, wo sind wir da jetzt? Der Brunnen war doch eigentlich vor meinem Haus, oder? Wenn das der Brunnen ist. Nee, der ist viel größer. Ja, keine Ahnung, wo ich bin. Dürfen wir jetzt dann irgendwann mal wieder? Dankeschön. Geh zurück zum Haus. Weiß ja nicht mal im Ansatz, wo das war, gell? Hier ist zu. Brauchen wir wieder unsere Machete? Die wir dabei hatten. Gott sei Dank lagen Messer unten im Brunnen, weil nämlich mit einer Machete kannst du keine Hand abhacken. Gute Frage. Ich hatte eigentlich eine Karte, gell? Ich weiß ja auch gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe jetzt auch keine anderen Wege gesehen. Wird schon stimmen. Na toll. Mal schauen, vielleicht habe ich die Karte noch. Karte. Ja, weiß der Teufel, wo ich jetzt bin. Das ist der Hunting... Ne, das ist ja ganz woanders. Radio Tower? Das war doch dieser Fire. Weißt du, keine Ahnung, wo ich bin. Emma's alone at home. I must get back to her. Gehen wir mal hier lang. Sieht gut aus. Wenn ich da was wegbrechen muss, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Meine Maus ist ein bisschen schnell eingestellt. Wollen wir langsamer machen. Ah, Oida! Chapel Tower Firewatch. Ja genau, Firewatch habe ich eigentlich gemeint. Chapel waren wir schon. Wir waren doch bei keiner Kirche, oder? Hier ist Old House. Wo ist Firewatch?
Nein. Was machst du denn? Also ich sehe hier kein Church, ich sehe kein Firewatch. Was war das andere? Tower. Ja, Tower kann ja. Es gibt ja zwei Tower. Hunting Tower oder Lockout Tower? Ach, gehen wir einfach weiter, wenn wir schon irgendwo hinfinden, oder? So ist da Licht. Gehen wir mal da lang, oder? Wenn es da schon so hinleuchtet. Hat auf jeden Fall gespeichert, das ist ja ein gutes Zeichen. Shore. Shore, ja, Shore ist gut. Von da aus war es nicht so weit nach Hause. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right. Scheiße, deine Alte an, die ist doch eh völlig gestört. Das war ganz heftiger Dusel. Emma! Where is she? Rede mit Emma, ich muss sie erstmal finden, oder? Emma! Emma! Emma fix! Emma! Kreiz, Teife! Jetzt könnten sie mir aber auch sagen, wo die ist, oder? Aber hat die Alte keine Ohren? Ja, da ist sie. Emma. He's been here again. This time. What happened to you? Why do you look like this? I slipped. And fell into a stream. Ja, ein Fluss voller Blut. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? Nein. No, I must have missed him. I found the telegrams though. And believe it or not, the diary I told you about? Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? Mann! Heul, Alte. Then do something to keep us safe and do it fast. Wieso hockt ihr Affen euch nicht einfach in die Scheißkarre und fahrt wieder nach Hause? Ich gümmel da halt nicht in dem Wald rum. Und was ist das für eine selten schirche Tapete, Alter? Da, was haben wir da? Er hat nie die Möglichkeit bekommen, seine Zusammenfassung zu schreiben. Diese, okay, das ist hart uninteressant. What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories. Macht schon Sinn, Alter. Wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my... Wem erzählst du das? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Ich will mir die Akten nicht anschauen. Ich will schauen, was da ist. Geht wieder nicht, oder? Da knapp hier was. Ah, ah.
Akten anschauen. Und versteckte. Es kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es schon mal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in unserem Haus. Ja, in deinem Büro, also Junge, Alter. Hören wie ein Sieb. Ach, die Orte, das sind mehrere. Too bad I didn't know about it before. Ja, einmal hier, oder? Hier? This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Was? Ein Teil des Textes ist unsichtbar. Wie schaffe ich es, ihn nur lesbar zu machen? Was war denn? Ah ja, hier mit Wärme wieder. AD. Quatsch, was mache ich denn? Was heißt das? Das muss nach oben, oder? Also A muss auf D auf jeden Fall. Wo ist denn A? Hier ist A. Wo ist D? Hier. A, D. Looks like a set of dates. Each corresponds to one letter. Was? What the fuck? Achso. 1973 plus C. 1973 ist... 1773. Was soll das mit dem C jetzt? Keine Ahnung. E? Also auf C ist jetzt E, wenn ich das hier so drehe. Das kommt mir nicht richtig vor. Und wieso kann man... Dreh das doch bitte. Hallo? Er sagt halt nicht, wo ich das hindrehen muss, gell? Wenn ich das jetzt... So doch, jetzt pass auf. C, dann ist D. Nee, das stimmt nicht. 1823 M. C. Stimmt doch hinten und vorne nicht. Wenn ich kann ja die Scheibe. Die andere Scheibe kann ich nicht drehen. Das M ist C. Stimmt nie im Leben. Gibt es C überhaupt? 1823 plus M. D. Wenn ich es auf das M drehe. Das ist G. E gab's. E könnte sein. Ich glaube trotzdem nicht, dass das stimmt. Dann machen wir das erste nochmal, weil da habe ich es jetzt andersrum gemacht. Das ist 1773 C. 1773 auf C ist E. Ja doch, das stimmt. Also, ob stimmt, weiß ich nicht. 1410 auf N. ist O. Gibt's auch. 13,7 auf D. Das könnte vielleicht sogar echt stimmen, ne? 13,7 auf N. Dann hören wir ihn sie. D. 13,7 auf D ist I. Gibt's auch. 17,91 auf T. 1791 auf T ist S. Gar kein nerviges Rätsel. 966 auf I. If I can find the letters associated with the dates and arrange them into a word, the cipher will be broken. Spannung? Bingo. Jawohl. Well thought out, Nicholas. Tja. Seht schon, Leute, das Sherlock-Holmes-Spiel werden wir rocken.
Das ist nicht nur irgendein Schmuckstück, es sieht aus, als würde es irgendwo anders. Muss ich jetzt ihm in die Hand geben, oder? Nee. Doch? Ja. Den Arm hätte es auch so runterdrücken können. Ah. Wusste doch, dass da oben ein Raum ist. Was für Symbole? Wo siehst du Symbole? Offen oder was? Ich hätte da noch eine Taschenlampe. Wie hat man die angemacht? Gott im Himmel! Nikolas wurde von seinem Vater immer wieder in eine dunkle Kammer gesperrt und seelisch misshandelt. Es ist gut, dass er zumindest nicht allein war. Aber warum hat er den anderen Jungen nie in seinem Tagebuch erwähnt? Es enthielt nicht mal seinen Namen. I don't know. Und was jetzt? Everyone I meet has two faces. One is you. Ja, was ist jetzt hier oben? Nichts. Cool. Muss ja irgendwas oben sein, oder? Ach so, ich kann das lesen. Das bringt aber nichts. Alle zu weit. All denen, die ich begegne, haben zwei Gesichter. Keine Ahnung. Was ist jetzt hier? Ich würde gerne meine Taschenlampe. Ich weiß nicht mehr, wie man die Taschenlampe anmacht. Keine Ahnung, es geht hier nichts. Ach mein Gott, man kann auch weiterblättern, oder was? Okay, lesen wir mal vielleicht. Oh Gott, nein. Ich bin nackt durch den Gasthof gerannt und haben Gäste angeschrien. Also ich bin nicht allein. Also, ich bin kein Kind mehr. Er ist schlafen gegangen, also gehe ich allein hinaus. Der alte Mann hat eine neue Hure in den Gasthof. Er war die Menschheit, bla 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 bla. Das ist alles uninteressant. Was ist jetzt? Also auf dieser Notiz gab es noch einen anderen Raum irgendwie oder so? Glaube ich jetzt nicht. Da ist die Statue und das Teil hier. Irgendwas muss ja jetzt sein, oder? Gehen wir nochmal zu meiner alten. Ja, da ist jetzt wieder zugesperrt. Ich blick's grad gar nicht. Ah, hier ist noch was. Jetzt. Nein, das ist die Tagebuchseite, oder? Fick dich, Alter. Ja, oh Mann, Leute. Öffne die Haustür. Nein, da ist niemand. Der hat nicht gezündet. Ausnahmsweise mal nicht.
Oh Gott, ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbarte sich mir, als er mir erneut zur Hilfe kam. Es ist mein Vater. Als der Detektiv starb, verwandelte er sich in ein eisiges Phantom und brachte mich an den Rande des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter der Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut in letzter Sekunde. Einem Geist gleich tauchte er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden und versucht er jetzt, mich von jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder, er war der Fluch meines Daseins. Als er noch lebte, warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdeckte, desto weniger verstehe ich. Ach so, ich bin jetzt wieder in der Vergangenheit. Okay. Da habe ich dezent keinen Bock drauf. Finde einen Weg, die Mine zu verlassen. Father, why is he protecting me? What is he trying to tell me? Ist hier jemand? Jemand ist mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich hier rausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagt mir, dass sie in einer Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. What secret of the hides? What did we hide? Okay, was ist das? But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? Kann man das nicht aufmachen? Talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. So. Petroleum, sehr gut. Bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Das sieht ja sehr einladend aus. Oh Gott, gleich zwei Petroleum. Immer ein schlechtes Zeichen, sowas. So. Ich würde sagen, wir gehen nach den Lichtern. Nein, nein! Geh raus, so. Der Schatten wurde zu. Wer sagt denn das? Okay. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Bekarten. Wir hätten mal einen Erfolg bekommen, wenn man die alle gesammelt hätte. Das sind wir aber ganz weit davon entfernt, glaube ich. Man kriegt so viel Petroleum und trotzdem bin ich so sparsam damit. Oh, mal an das Ding. Hier bringt sowieso nichts. It looks like there's something in the water. Something big. I should stay away. Ich glaube, ich muss darüber. I'm only safe on land. Ja, warten wir wieder, bis die in der Mitte sind, oder? Oh, jetzt treffen die sich. Genau. Oh, nee. Hallo? Jetzt. Was? Das war auf Abstand. Halt dein Maul. Alter, halt dein Maul. Ich bin doch schon weg.
War das überhaupt richtig? Da geht's ja gar nicht weiter. Muss ich jetzt bis da rüberlaufen? Oh mein Gott. Schneller! Lauf! Nein! Ah! Okay. Achso, man kann die anlocken. Was? Und jetzt? Was soll das heißen? Ja, und jetzt? Was? Keine Ahnung. Was soll ich jetzt da machen? Schneller, schneller, ich schaff's. Wow. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber... Also ich lenke den jetzt ab. Und dann... Aber der kommt ja trotzdem zu mir. Mach auf! Schnell, schnell! Boah, sag bitte, das war ein Checkpoint. Jetzt kann ich die nicht aufheben, während... Boah, laber dich aus, Alte. Ich will den Scheiß da mitnehmen. Bist fertig? Danke. Nein! Ah, vergiss es, Alter. Scheiße. Eine Meerhexe. Das ist dunkel. Ah, ja. Ich habe eine Taschenlampe. Achso, das ist meine Hand. Wieso kann ich darüber? Muss wahrscheinlich sogar, oder? Ja. Jetzt habe ich nichts zum Ablenken. Kann ich jetzt auch nichts machen. Das muss jetzt so gehen. Sehr schön. Da ist was zum Ablenken. Oh, was war das? War nicht so eine scheiß Mucke, wenn überhaupt nichts passiert, Alter. Hier runter. Und dann da unten durch, oder was? Nichts zum Ablenken. Okay, hilft ja nichts. Ah. Nuaha! I castle the bitch! Boah, die Musik ist tricky, hä? Jetzt hier unten durch, oder? What the fuck? Warum?
So, hier wieder durch. Ja, ich muss den Stein vielleicht woanders hinschmeißen, keine Ahnung. Schmeiß mal den mal hier hinter. Lauf! Mann, fick dich! Oh! Boah, was war das für ein billiger Jumpscare, Alter? Das ist voll untypisch für das Spiel. Okay, aber der hat mich erwischt. Ihr scheiß Ratten, hä? Was? Bleibt es so? Das geht ja sofort wieder zu. Alter, vergiss es! Wow. Oh Gott. Ehre. Muss mal meine Lampe wieder auffüllen. Ah, wow. War knapp. Mann, fuck off! Gespeichert, das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt hier rüber. Was? LOL! Geschafft. Da rein? Ja. Ich finde, das schaut voll bekannt aus. Weißt du, wo bin ich denn jetzt? Now I can lower the bridge. Was mit der Brücke? Welche Brücke? Ich glaube, ich hab etwas verkehrt herum. Gott, ist das Jump'n'Run hier. Ah! Oh, welche Brücke meint der jetzt? Vorne. Ah, ja, hier. So. Bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Neue Aufgabe. Ich habe gedacht, das war das, was ich gerade getan habe, aber okay. Anscheinend ja wohl nicht. Oh, da ist die Kirche. Ach du Scheiße. Lauf! Ah! Warum? Nein!
Schneller! Scheiße! Jawohl, oder? Oder? Hoch da, hoch da! Erde! Ich will da rein. Boah, die Musik fuckt mich echt übel. Voll so Insidious-mäßig. Das ist Marias Haus. Da ist der Euder wieder. Da war er. Dieses Spiel, Alter. Okay. Nein, was ist jetzt das, Alter? Wo muss ich denn hin? Ja, allzu viele Informationen kriegt man hier nicht, gell? Kam ich hierher? Mann! Muss ich jetzt hin? Ah ja, genau, hier war... ja. Dahinter. Das ist Marias Haus. Boah, hier gibt's 100 pro einen richtig fiesen Schocker. Verwette ich meinen Arsch drauf. Aber 100 pro. Maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. Oh Mann. You! How dare you come here? Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! He's sexy. Oh! Aber die ist halt echt untot. Die ist doch jetzt nicht von der Tür da aufgehalten, oder? Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. Oh.
Notiz, muss ich. Wer ist denn die Alte überhaupt? Ich habe storytechnisch irgendwie nicht mehr so ganz auf der Höhe. Errungenschaft, voller Tank. Nice. Dein Scheiß Ernst, Alter? Soll ich ihr den denn abnehmen, bitte? Nimm Marias Schlüssel an dich. This must be the last note. Time to leave. This isn't just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. Keine Ahnung, wie ich der ihren Schlüssel abnehmen soll. I must get out of here as fast as I can. Muss ich jetzt raus hier oder brauche ich einen Schlüssel? Hab ich hier schon mal ein Schloss geknackt? Ich weiß nicht mal, wo die ist. Wie soll ich... Ah! Scheiße. Alter. Willst du erschrocken? Scheiße. Ja, aber was soll ich denn machen? Oh, die kommt jetzt dann gleich hier ums Eck rum? Da ist sie. Ja, und jetzt? Ja, geil. Was ist los mit dir, Spiel? So, ich warte jetzt hier, bis die da reingeht. Mopse ich ihr den Schlüssel? Und wo gehe ich dann hin? Ich rall's nicht. Oder warte, ich habe noch eine Idee. Nee, mach mal so. Hier lang. Keine Ahnung. Ah, geht doch. Wunderbar. Was?
bin ich jetzt wieder nach oben? War doch schon draußen. I'm not safe here. I need to get out of this damn swamp. Die kann... Oh, 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 oh. Komm schnell raus aus dem Wasser, Madel! Have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! It wasn't Old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed... The devil himself. Ich rall gar nichts mehr, Alter. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Wait! Stop! You hear me? Folge dem maskierten Mann. Word? My father. Then who? And why did he do it? Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Oh, machen wir jetzt ein Bootrennen. Lol. Mein Gott, man kann mal was überspringen. Ich bin auf dem Grund eines verdammten Brunnens neben einer Leiche aufgewacht. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Darüber hinaus habe ich einige beunruhigende Beweise dafür gefunden, dass ich mit Nicholas Hyde verwandt bin. Ich fand sie im Auto eines Sheriffs, den Emma gerufen hatte. Ich habe ihm genug von all diesen Mysterien und verdammten Psychospielchen. Ich muss es endlich schaffen, Fakten und Fantasie zu trennen. Jo Leute, an der Stelle erst einmal reingehauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit.